Also mein Werdegang bei den Barmherzigen Schwestern war mit der Diplomierung 1993. Die erste Station, Bettenstation, war eine onkologische Station. Da hat es mir sehr gut gefallen. Ich habe ja 2013 als Turnusärztin begonnen und habe dann im Laufe der Rotation, weil dann auch auf der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Das Weiterbildungsmodell ist eigentlich sehr, sehr gut. Es kommt natürlich auf den spezifischen Bereich in der Orthopädie an. Bei uns im St. Josefs-Spital werden Fortbildungen oder Zusatzausbildungen schon unterstützt und gefördert. Also es wird einfach als Dienstzeit angerechnet und auch finanziell unterstützt. Es wird uns vom Chef sozusagen nahegelegt oder empfohlen und wir kriegen das dann gefördert und wir gehen dann da gern hin. Ich tue das sehr wertschätzen, weil das Haus immer auf die Bedürfnisse, auf meine familiären Bedürfnisse eingegangen ist. Gerade als Hebamme kann man viel dazu machen, Ausbildung in Homöopathie, in Akupunktur und TCM-Medizin. Also wenn Kongresse im Ausland stattfinden, dann wird das zeitlich auch unterstützt. Das heißt, man kann freigestellt werden, es gibt ein Fortbildungstagskontingent und teilweise gibt es sogar finanzielle Unterstützungen.